liebe geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir alle lieben die Sprache, ihre Schönheit, ihre Weisheit. Die Muttersprache, sie ernährt uns wie eine Mutter. Sie erzieht uns, sie bildet uns. Sie gibt uns eine Identität. Sie kann ein Fluchtort sein, eine Geborgenheit. Sie nährt auch unsere Träume. Als ich ein Kind war, saß ich gern auf der Schaukel zwischen blühenden Oleandern und träumte mich in den Klang schöner Worte hinein. Als ich ein bisschen größer wurde, zu Beginn der Pubertät, begann ich, Gedichte zu schreiben. Aber das tun viele Kinder in diesem Alter. Die Gedichte hielt ich geheim. Sie waren mir wichtig, ein Ventil für Gefühle, für Gedanken, für alles, was man noch nicht versteht. Ich zeigte sie niemandem, mit einer Ausnahme, meiner besten Freundin, die heute auch anwesend ist. Das Gedichteschreiben geht bei den meisten dann nach einer gewissen Zeit wieder zu Ende. Bei mir hielt das Schreiben an, ein ganzes Leben lang, durch sämtliche Stadien meines Lebens. An Publizieren war natürlich noch eine Weile ziemlich lang nicht zu denken, denn erst einmal ein Studium und dann drei Kinder. Und danach begann ich, Essays zu publizieren und für den Morgen, für die Furche, für verschiedene Kulturjournale. Und das machte ich mit großer Freude, diese Kombination von Recherche und von der Freiheit des eigenen Denkens. Die Gedichte hielt ich noch im Hintergrund. Aber irgendwann war auch die Zeit gekommen, mich mit den Gedichten zu präsentieren. Und dann kam bald das erste Buch, eigentlich unmittelbar darauf, und noch eines, und so ging das weiter. Und inzwischen sind mehr als 20 Bücher entstanden im Lauf der Zeit. Das Leben ändert sich, die Themen ändern sich, aber es ist immer interessant und daher hört man nicht zu schreiben auf. Es gibt immer wieder eine Notwendigkeit, es zu tun. Und jetzt lese ich Ihnen einen kleinen kurzen Text über die Hoffnung. Wir sind Kinder der Hoffnung. Deine Hoffnung ist keine Hoffnung, sie ist Illusion und du weißt es. Deine Hoffnung ist keine Hoffnung, sie ist Gewissheit. Aus Vorsicht, aus Rücksicht, als Hoffnung maskiert und du gibst es nicht zu. Hoffnung ist nie allein. Sie bemüht sich ums Überleben in den Stricken der Angst. Sie flattert nervös über Untiefen der Freude. Sie bedarf der Geduld. Geduld ist eine Tochter des Schmerzes, labil und zart, manchmal auch zäh. Die Hoffnung wirft einen Stein in die spiegelnde Fläche der Zukunft. Er versinkt und Fantasie lässt fließende Kreise entstehen, die sich vergrößern. Hoffnung will genährt sein. Von der Geduld im Stich gelassen hungert sie und manchmal verhungert sie. Das Prinzip Hoffnung heißt Dum spiro, spero. Solange ich atme, hoffe ich, hoffe ich. Guter Hoffnung sein.
ein Willkommenswunsch an ein neues Leben. Esperanza, Nadjesta, die Hoffnung ist weiblich. Hoffnung als Widerstand gegen die Wirklichkeit, gegen die Erfahrung. Hoffnung um jeden Preis. Denn wie sonst können wir leben? Nur am Eingang zur Hölle heißt es, ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Hoffnung ist ein Pflänzchen auf dem Grund der Unsicherheit, Beschwörung einer positiven Möglichkeit. Verhoffen, ein Begriff aus der Jägersprache. Das Wild verharrt in Reglosigkeit, konzentriert alle seine Sinne und seine Energie, weil etwas seine Aufmerksamkeit erregt hat. Es verhofft mit aufgeworfenem Haupt, bereit zur Flucht oder zum ruhigen Weiteresen. Die Hoffnung behält ihr Ziel im Blick, lange Zeit, auch wenn ihre Augen später ermüden, auch wenn die Sicht trübe wird. Und oft gibt selbst die blinde Hoffnung nicht auf. In dem Lied Drei Schwestern von Bulat Okudžava bedankt sich ein sterbender Mann bei seinen drei Pflegerinnen, Vera, Ljubov und Nadjeshda, Glaube, Liebe, Hoffnung, und sagt zur dritten: Sei nicht traurig, Mutter Nadjeshda, du hast auf der Erde noch Söhne und natürlich auch Töchter. Wir sind Kinder der Hoffnung. Aber in dieser Zeit klingt das Wort Hoffnung wie Nostalgie. Auf die kleinen Hoffnungen fällt der riesige Schatten der großen Ratlosigkeit. Vieles ist als Wunsch da. Tagtraum schwebt über dem bisherigen, gewordenen, dem noch nicht gelungenen. Der Wunsch sät, die Hoffnung pflegt die Saat. So entsteht Wirklichkeit.